Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es was ganz Leckeres bei mir und zwar leckere türkische Unkulabiye. Das sind Mehlplätzchen. Die sind super einfach und super schnell gemacht. Dafür braucht man echt nur ganz wenig Zutaten. So, wir haben hier 250 Gramm Mehl. Das kommt in eine Rührschüssel. Entweder macht ihr das alles mit der Hand, das ist überhaupt kein Problem. 250 Gramm Speisestärke oder Kartoffelmehl geht auch. Gramm zimmerwarm, entweder Butter oder Margarine. Ich habe jetzt hier in dem Fall Margarine. Das machen wir jetzt alles heute mal Pi mal Daumen, also Augenmaß. Und etwa 150 Gramm, 125 bis 150 Gramm Puderzucker. Den Rest gebt ihr auf. Das brauchen wir nachher zum Bestäuben der Plätzchen. Gut, wie gesagt, entweder macht ihr das jetzt mit der Hand oder mit der Küchenmaschine. Einfach mal schön durchkneten lassen, bis ein schöner, glatter Teig entsteht. Und dadurch, dass da viel Speisestärke drin ist, wird der Teig so total samtig, total schön weich. Also wie gesagt, nicht beirren lassen. Schön durchkneten. So, ihr Lieben, der Teig ist fertig. Wie man sehen kann, es ist ein super schöner Teig entstanden. Er ist leicht bröckelig, das ist aber ganz normal. Ihr nehmt euch dann einfach so ein Stück auf der Arbeitsfläche, immer schön mit den Händen zusammendrücken, eine Wurst formen und immer mit den Händen immer wieder nachdrücken. Den Ofen heizen wir jetzt schon vor auf 180 Grad. Ich habe jetzt Umluft, wenn ihr kein Umluft habt, Ober- und Unterhitze, dann aber ein bisschen weniger. Nee, dann ein bisschen mehr. So. Wenn die Wurst etwa einen Durchmesser von, wie viel haben wir denn jetzt hier? So anderthalb Zentimeter hat, schneidet ihr 1 Zentimeter große Stücke. Also so daumenbreit circa. Schneidet hier Stücke. Backpapier aufs Backblech, das ist ganz wichtig. Diese Kurabiye, also Plätzchen, brauchen etwa 15 Minuten im Ofen. Es kommt immer natürlich drauf an, was an ihr habt. Das ist auch, spielt eine Rolle. Okay. Dann lege ich die hier einfach dahin. Und immer ein bisschen Platz lassen. Nicht zu viel, aber schon Platz lassen, so dass die nicht beim Backen kaputt gehen oder ineinander verschmelzen. Dann mit der Gabel einfach mal da reindrücken. So. Falls sie sich nicht von alleine lösen, einfach mit dem Finger hinten ein bisschen nachhelfen. So. Das war's. Was man jetzt noch machen kann, es gibt so viele Varianten. Man kann diese Plätzchen jetzt nehmen, in dem Zustand, in gemahlene Mandeln oder gemahlene Haselnüsse wälzen oder nur zur Hälfte drin wälzen oder in Kokosnuss, was ihr halt so gerne mögt, ja. Und dann einfach dann hier so mit der Gabel dann reindrücken. Das Ganze mache ich jetzt mit dem ganzen Teig hier aus der Schüssel
Und dann kommen die ca. für 15 Minuten 180 Grad in den Ofen. Wenn die fertig sind, nehmen wir etwas Backpulver und bestäuben die dann damit. Ich wollte euch doch noch ein paar Varianten vorstellen. Ein bisschen gemahlene Mandeln. Ich habe jetzt keine Haselnüsse da. Einfach in ein Schälchen. Dann die geschnittenen Teigrohlinge sozusagen hier rein. Wälzen. Aufs Blech. Wälzen. Aufs Blech. Und dann hier mit der Gabel wieder reindrücken. Okay. Ansonsten habe ich hier ganze Haselnüsse. Hätte ich auch malen können, aber muss jetzt nicht sein. Die legen wir dann einfach so hin. Drücken einmal ein bisschen drauf mit dem Finger und einmal die Haselnuss einfach so hier in die Mitte rein. Ja, sie sieht gar nicht so schwer und es macht auf jeden Fall was her. So. Was ihr noch machen könnt, ist, ihr nehmt so ein Stück, so ein Rohling, den ich hier klein geschnitten habe, formt ihn zu einer Kugel, nehmt eine Nuss, steckt die schön hier rein. Dann sieht es auch natürlich ein bisschen ordentlicher aus. Aber es muss nicht sein. Also ich sag's euch. Die sehen auch so hübsch aus und schmecken auch einfach super. Einfach die Nuss da rein. Also es spielt auch keine Rolle, welche Nüsse das sind. Ja? Man kann Mandeln nehmen, ganze Mandeln, man kann halbe Walnüsse nehmen und wie auch immer. Okay, ihr Lieben, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Was ich euch sagen wollte ist, die sind jetzt ein bisschen dunkler geworden, weil da jetzt noch die gemahlenen Mandeln oben drauf sind. Normalerweise müssen die recht hell sein, so wie die hier. Und wenn ihr die dann mal hochhebt, seht ihr der Rand, also unten ist auch leicht gelblich schon so, ja, leicht braun. Dann sind sie auf jeden Fall durch. Die sind am Anfang recht weich, nicht beirren lassen. Wartet 1, 2 Minuten, wenn ihr sie aus dem Ofen rausgeholt habt, bestäubt sie mit Zucker und dann könnt ihr sie dann ohne Probleme vom Blech nehmen. So, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.